Nina Müller, Bandmanagerin und Podcasterin über die Schweizer Musikindustrie im The Bubble Podcast. Hey, herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Du hast den Podcast, The Bubble Podcast, noch nicht so lange, etwa 2 Jahre. Was hat dich dazu bewegt, um das zu machen? Also ich bin schon fast 10 Jahre in der Musikbranche jetzt tätig. Ich habe bei Joyce TV angefangen, dann war ich bei Radio Energy, FM1 und nachher Visa. Und es war eigentlich egal, wo ich stationiert war. Ich hatte immer das Gefühl, wir haben viel zu wenig Zeit, um mit den Künstlern über ihre Kunst zu reden. Also auch vor allem bei den Radiosendern ist es dann eher so ein bisschen die Unterhaltung richtig, das Unterhalten richtig gegangen, mit zum Beispiel deine Lieblingsfarbe oder whatever. Und gleichzeitig ist mir halt auch einfach immer mehr aufgefallen, wie viel Arbeit das zum Beispiel hinter einem Song steckt oder wie viele Leute an so einer Promo-Kampagne beteiligt sind. Und ja, so ist eigentlich der Podcast zustande gekommen, weil ich einfach eine Plattform haben wollte, wo Leute aus der Musikbranche mehr Zeit haben, um über ihre Arbeit zu reden. Wieso ist es denn wichtig, dass man so einen Podcast hat? Ja, also ich denke, in erster Linie ist es wichtig für alle, die neu in die Branche kommen. Also wir haben auch viele Newcomer, die uns hören, weil eben gewisse Sachen kannst du wie nicht wissen, wenn du nicht mit Leuten zu tun hast aus der Branche. Und der andere Grund ist einfach, weil ich auch viel halt in so Kommentaren beobachtet habe, wie ja, der Song hätte meine 3-jährige Tochter können schreiben oder whatever. Und ich habe auch einfach so gemerkt, dass in der Öffentlichkeit viel zu wenig Verständnis da ist für die Arbeit von Kunstschaffenden in der Musikbranche. Du hast jetzt gerade angesprochen, Newcomer. Wie oder was braucht es? Was ist so das gewisse It, was braucht, um sich in der Schweizer Musikszene zu etablieren? Also ich glaube, eines der grössten Probleme, die wir grundsätzlich haben, ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass man einfach ohne irgendwie grosse Arbeit leisten irgendwo ankommt und Erfolg hat. Und das ist einfach ein absoluter Trugschluss. Also erstens, es braucht Jahre, bis du eine Karriere hast in den meisten Fällen. Plus musst du zum Beispiel auch, wenn du einen Song produzierst, musst du ein Budget haben für eine Promo. Das ist auch etwas, was viele Leute vergessen. Abgesehen von denen jetzt so Basics in How to do a Company ist einfach Authentizität. Also heutzutage, wenn du nicht irgendwie, wenn die Leute sich nicht mit dir relaten oder irgendwas von dir können als Mehrwert mitnehmen, dann wirst du als Musiker dich nicht durchsetzen, glaube ich. Und du bist jetzt eben ja auch noch Bandmanagerin. Wieso? Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe mich einfach gleichzeitig, als der Podcast also ins Leben getreten ist, oder auf die Welt gekommen ist, habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich will nicht mehr irgendwo angestellt sein. Und to be honest, du bist jetzt auch im Radio tätig und in vielen Medienbranchen wirst du einfach ausgenommen wie eine verdammte Weihnachtsgans. Und ich habe irgendwann einfach gefunden, ich probiere es jetzt mal auf eigene Beine. Und dann, mein Background hat sich einfach Musikmanagement am meisten angeboten, weil ich habe halt auch relativ viel Erfahrung im Social-Media-Bereich. Also ich habe Social-Media von Energy mit aufgebaut, unter anderem. Und da ist halt auch ein Punkt, wo einfach mega, mega viele Leute Unterstützung brauchen. Und so. Es ist jetzt auch eigentlich ein bisschen ergeben. Es ist jetzt ein Plan gewesen. Und was braucht es denn, dass man jetzt Managerin werden oder Manager? Also ich denke, du musst auf jeden Fall ein gewisses Talent für Planung haben und für Strukturierung. Du musst eher einen ruhigen Charakter, also einen ruhigen Charakter, ich meine im Sinne von, dass du dich nicht schnell aus der Ruhe bringen lässt. Du musst aber auch tough sein, also du musst können anstehen und den Leuten sagen, hey, so und so läuft und so nicht. Und natürlich eine klare, ganz klare Leidenschaft für Musik. Und jetzt so zum Abschliessen, was wünschst du dir für die Schweizer Musikszene? Dass sie weniger ellenbögelt und mehr zusammenarbeitet und einfach auch mal erkennt, dass nicht, also wir müssen selber dahinter. Wir können nicht warten, bis irgendjemand kommt oder uns die ganze Zeit aufregen, dass Spotify kein Musikscout in der Schweiz hat. Wir müssen selber dahinter. Und jetzt vorher zum Beispiel mit Radio Energy, mit ein paar Leuten von Radio Energy geredet und, weißt du noch dabei gewesen, SRF? Dass man einfach mehr, zum Beispiel eben wie so ein Podcast wie uns, dass sie den einkaufen, anstatt dass sie alles selber machen. Oder weißt du, so auch mehr zusammenarbeiten und einfach den Mut haben, zum Ausprobieren. Weil wenn man ständig nur aus der Angst raus agiert, dann wird es nie sich weiterentwickeln. Und wir haben verdammt viel Potenzial in der Schweiz. Schönes Schlusswort. Danke dir vielmals, Nina Müller, bist du da gewesen? Danke dir, Phoebe.